Wie kann ich das denn befestigen? Ja, da hebe ich sie am besten nochmal hoch. Ihr seht, wir haben hier bei diesem Gehäuse solche Scharniere, die sind ja schon mal leicht vorgeöffnet. In einem speziellen Video wird es auch nochmal Hinweise geben, wie man die dann mit dem passenden Schraubendreher öffnet. Und wenn man diese hier öffnet, und dann gibt es die Möglichkeit, hier oben an oben und unten jeweils zwei Befestigungspunkten, so, wir können es wieder runterlegen, die Wallbox an die Befestigungsebene zu schrauben. Und dafür haben wir, damit es natürlich einfacher geht und ihr auch vielleicht im Vorfeld einfach mal abprüft, wie die Größenverhältnisse sind, haben wir eine Schablone erstellt. Die hat Andreas hier mal mitgebracht im A3-Format. Da stehen sämtliche Hinweise auf der Schablone direkt drauf. Und hier oben seht ihr diese Befestigungspunkte und hier unten auch zwei Stück. Die könnt ihr direkt an die Befestigungsebene, eine Wand oder was auch immer dort anhalten, mit der Wasserwaage ausrichten und entsprechend markieren. Es gibt hier auch neben weiteren Hinweisen noch die zwei Optionen für eine optionale rückseitige LAN-Einführung. Wer das also aus der Wand das Kabel entsprechend ausbekommen möchte und auch bei der Stromzuführung, die von hinten kommen kann, gibt es auch die Möglichkeit. Die sind hier als Option noch mit eingetragen. Ansonsten ganz wichtig, du würdest es wahrscheinlich einfach ausdrucken. Ja, das gibt es als PDF zum Download. Wenn ich einen A3-Drucker hätte, würde ich das machen. Ja. Richtig. Nicht, dass jemand auf die Idee kommt, druckt das auf seinen A4-Drucker aus. Also hier stehen noch Hinweise drin, dass ihr das mit 100%, ihr dürft die Skalierfunktionen nicht aktiv haben. Und ein ganz wichtiger Hinweis, kontrolliert bitte die Maße, die hier angegeben sind. Ihr habt hier nochmal das Befestigungsmaß in der Höhe mit 343 mm und in der Breite mit 251 mm. Kontrolliert sie bitte vorher, bevor ihr die Markierung an die Befestigungsebene setzt, nochmal nach. Ansonsten gibt es dort Probleme.